Hallo, Freunde der Volksmusik. Willkommen zurück zu Happy Hausarrest. Ich glaube Folge 6, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich zähle mich nicht mit. Aber heute mit meinem ersten weiblichen Gast im ganzen Happy Hausarrest, die bezaubernde, die wundervolle Maria Clara Groppler. Hallo, Frau Groppler. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut. Dir? Ich sehe aus, als wenn ich gleich krepieren würde. Ne? Das hängt damit zusammen, dass ich gerade eben joggen war und wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, kann ich nicht gut joggen, weil ich bin unsportlich as fuck. Und ich bin fast zweimal gestorben auf dem Rhein, hier auf der Rheinpromenade, zweimal abgekratzt. Und als ich da nach Hause kam, musste ich feststellen, dass wir in 5 Minuten online sein müssen. Und deswegen sehe ich jetzt immer noch so aus wie eine halbfertige Schweinehälfte. Ist nicht so toll. Ich sehe keinen Unterschied zu sonst. Also alles gut. Ah, vielen, vielen Dank. Du siehst auf jeden Fall mindestens genauso gut aus wie sonst, weil du bist stark geschminkt, aber schick geschminkt. Ja, du ich habe mich ja, zum ersten Mal seit 3 Wochen oder so mal geschminkt, dachte ich. Sehr unprätentiös, wenn sich junge Influencerinnen im Internet ungeschminkt zeigen. Das macht ja auch nicht jeder. Das machst du in letzter Zeit ja sehr oft auf deinem Instagram-Profil. Ja. Ja, ich sehe das jetzt gar nicht ein, mich in Quarantäne irgendwie zu schminken. Kann ich auch verstehen. Oder zu duschen oder zu rasieren. Oder jegliche Körperhygiene ist einfach überflüssig. Also jetzt, ich kann froh sein, dass wir per Webcam zusammengeschaltet sind, weil du sonst einfach fürchterlich muffeln würdest und abartig wärst. Sexy. Wie geht's dir in den letzten 3 Wochen mit der Quarantäne? Mir geht's tatsächlich erstaunlich gut, weil also ich wohne tatsächlich in einer WG. Und wir sind zu dritt. Und wir spielen abends Spiele, saufen und beschäftigen uns irgendwie. Also hat sich nicht viel geändert, willst du sagen? Ja, genau. Aber ist es denn so, dass deine Mitbewohner sich auch an die Regeln halten oder sind die den ganzen Tag unterwegs und abends musst du die dann erstmal mit Sakrotan absprühen? Nee, wir sind schon alle ziemlich. Diese brav. Regelkonform, ja. Ey, ja. Ich meine, du bist Stand-Up-Comedian, ich bin angeblich auch Stand-Up-Comedian. Das ist für uns ja eine extrem ungewöhnliche Situation. Ich war seit sehr, sehr langer Zeit nicht so viel am Stück zu Hause. Also bestimmt seit 2 oder 3 Jahren nicht. Meiner Frau gehe ich jetzt schon wahnsinnig auf die Eier. Ich glaube, selbst mein Hund wundert sich und denkt so, ey, hat er seinen Job verloren oder so, was stimmt mit dem Typen nicht. Im Moment ist es noch der Zustand, wo es echt so ganz geil ist. Halt nicht geil ist, ist, dass der Rest der Welt so stillsteht. Also ich meine, ich war seit 4 Wochen nirgendwo mehr essen. Ich war seit 4 Wochen nicht mehr mit irgendwelchen Freunden unterwegs. Das ist irgendwie, wenn man eine WG hat mit 2 Leuten, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil man 15 Jahre mit der gleichen Person schon zusammen wohnt, was natürlich total schön ist. Weil sie sieht das ja auch. Ist es trotzdem, glaube ich, ein bisschen strange. Es ist einfach, ich kenne jetzt schon 2 Beziehungen in meinem Umfeld, die auseinandergebrochen sind in den letzten 4 Wochen. Oh. Und jetzt wohnen die aber trotzdem noch zusammen, oder? Die wohnen trotzdem noch zusammen. Was sollen die machen? Im Moment kannst du ja noch nicht mal so eine neue Wohnung mieten, weil es gibt keine Wohnungsbesichtigung, es gibt gar nichts so. Ne? Das heißt, die müssen jetzt, die haben halt in diesen 4 Wochen zusammengekerchert sein, haben die festgestellt, dass sie sich eigentlich total ätzend finden. Aber es ist ja jetzt noch schlimmer. Ja, ist ja jetzt noch schlimmer, weil jetzt müssen sie ja zusammen sein, so noch längerfristig. Ich stell mal vor, du musst mit deinem Ex-Freund weiterhin in einer Wohnung wohnen, obwohl ihr euch vor 3 Tagen unter Tränen getrennt habt und ihr dürft noch nicht mal raus. Also du kannst dich noch nicht mal mit Freunden treffen, um dich wegzuschießen und irgendwie zu begießen, dass es zu Ende ist oder so. Das ist, glaube ich, also bei den Paaren, die ich kenne, wo das jetzt passiert ist, die sind auch nicht gerade glücklich mit der Situation. Besonders, weil es ja im Moment, ich weiß nicht, also gestern gab es so ein bisschen Gerüchte, dass das noch sehr, sehr, sehr lange gehen wird alles. Ja. Was glaubst du, wann es anfängt, dir so richtig hart auf den Piss zu gehen, Maria? Ja, also jetzt geht es ja gerade schon ein bisschen mir auf den Sack, weil das Wetter halt so geil ist. Ich glaube, desto geiler das Wetter wird, desto mehr wird es auf den Sack gehen. Krass grausam irgendwie, ne? Ich glaube, es ist der schönste April, den wir je hatten. Und keiner darf richtig raus, so. Also im Park, gut, die Leute sind schon draußen, aber halt immer nur 2 Leute auf einer Liege mit einem Abstand, als wenn jetzt wirklich ein Feuer ausgebrochen wäre. Das ist sehr, sehr surreal teilweise. Ja. Was ich mitgekriegt habe von vielen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir, ich werde dich jetzt auch nicht zu deinem Beziehungsstatus fragen, aber du warst ja im Rahmen deiner Comedy zumindest immer sehr viel Gags über Dating und so. Ja.
Ich habe einige Single-Freunde, die jetzt auch langsam ein bisschen am Rad drehen, weil die sagen so, wenn du alleine wohnst, also jetzt nicht wie du, zumindest in einer WG, also völlig alleine bist und dich auch nicht mit anderen treffen kannst, niemanden daten kannst, dann wird es halt richtig ätzend. Also ja, es geht schon. Also ich habe halt meine WG-Mitbewohner, die ich sexuell belästigen kann. Und ich habe mir auch... Oder? Ja, einen kennst du auch, Jamie. Der ist auch cool. Nein, du wohnst mit Jamie Witzbicki zusammen? Ja. Wie geil ist das denn? Ja, ist der Mann geil. Mit dem größten Kopf der Welt. Und das sage ich mit dieser roten Bombe auf meinen Schultern. Ihr müsst euch vorstellen, Jamie Witzbickis Kopf ist so groß, dass er bei dieser Webcam wäre von hier bis da zu sehen. Kommt er, ja, wenn er jetzt durch, aber das ist wie bei der Rick and Morty Episode mit den Tiny Mouse, weißt du, mit den Tiny Hands, die Typen, die so riesige Köpfe haben. Hast du eine Hose? Was hast du? Da kommt Jamie Witzbicki in der Unterhose. Hallo Jamie! Du kannst ihn nicht hören, weil ich jetzt hier das, aber wir wollten nur kurz mal deinen großen Kopf zeigen. Achso, ja. Das ist wirklich ein riesengroßer Kopf. Ach, das ist aber nett. Jetzt kriegen wir auch noch Besuch. Ich wusste überhaupt nicht, dass du mit Jamie zusammen bist. Was geht? Hey, Jamie. Alles fresh? Mir geht's gut. Ich habe gerade erst erfahren, dass du mit Maria Carla Kroppler zusammen wohnst. Clara. Maria Clara im Engelfänger. Ja. MC. MCG. MCG. Soll ich dich mit deinem Streetname abkürzen, Maria? Oder? Ja. Was ist dir lieber, Clara oder Maria? Maria. Ich habe mir MCG Rings selbst gegeben. Das ist mein selbstgegebener Streetname. Finde ich aber ganz cool eigentlich. Ey, Jamie, dass ihr zusammen wohnt, das ist ja fast so legendär wie die WG aus Thomas Schmidt, Kevin Ray und Sebastian Richard. Die eines Tages vom Gesundheitsamt wahrscheinlich aufgelöst wurde, weil da einer mit einem Flammenwerfer vor der Tür stand und sagte, wir müssen das Gebäude jetzt leider räumen lassen. Das waren wirklich die drei dreckigsten Typen, die ich in meinem gesamten Leben jemals getroffen habe. Und geil, die haben dann einfach so in einem Livestream. Okay, wie du es gerade so im Livestream einfach so droppst. Das muss man auch ehrlich sein. Also ich meine, gute Jungs, aber ich habe Thomas Schmidt, hat mich mal mit dem Auto abgeholt. Für die, die ihn nicht kennen, Thomas Schmidt, wirklich guter Typ, gute Stand-Up-Comedy. Sehr, sehr nett, sehr trinkfest, aber einfach, Alter, ein Schlunz. Der hat mich abgeholt mit seinem Auto, so ein alter Mercedes, so ein 90er-Jahre-Mercedes. Macht die Tür auf, kennt ihr den? Ja, ich bin auch schon mitgefahren. Und er macht die Tür auf und dann fällt aus dem Mercedes, aus dem Fenster, also aus der Tür, einfach Müll raus, auf die Straße, wie in einem Film. Und ich so, Alter, was ist denn mit dir los, Alter? Was fährst du das durch die Gegend? Und er so, ja, ich hatte keine Zeit aufzuräumen. Dann steige ich ein und unter meinem rechten Fuß war es so leicht weich. Und ich so, was ist das unter meinem Fuß? Weil ich nicht sehen konnte, weil meine Füße bis zum Knöchel war ich in den Müll. Und dann sagt er allen Ernstes, das ist ein Döner, aber Vorsicht, den kann man nicht mehr essen. Ey, du wolltest den gerne essen. Ich war so kurz davor, da reinzubeißen. Ohne Scheiß, Thomas Schmidt, bester Mann, aber bei ihm im Auto mitfahren, wirklich nur in Schutzanzug. Das war so egal. Grüße an Thomas Schmidt. Grüße an Thomas Schmidt. Der kann mich ja auch mal besuchen hier. Jamie, willst du jetzt im Hintergrund noch dein Glied zeigen oder lässt du uns jetzt hier erfolgreich den... Nein, bitte. Folgt auf Instagram. Spassi. Ey, Basti, schön, dich gesehen zu haben. Viel Spaß noch. Und, tschüss. Tschüss. Boah, ist mein Kopf rot, ey. Warte mal, kann ich das hier umschalten? Ich habe hier nämlich so Licht. Was mal, Maria? Schön, dass ich Carla draus gemacht habe. Ich fände Carla eigentlich alles cool. Gut. Guck mal, jetzt bin ich so blau. Ja, ich bin auch mal mit Thomas gefahren. Und da war halt so die ganze der Vordersitz war komplett voll mit Ekelzeug. Und das hat er dann, als ich eingestiegen bin, einfach halt nach hinten geworfen. Und dann... Und ich saß da wirklich so, ich war so, ich will hier nichts anfassen, das ist so ekelhaft. Und vor allem dann raucht er ja, also ich hasse halt Rauchen und dann hat er da drin auch die ganze Zeit so, hab das Fenster auf, war ich so, frische Luft. Und dann auf dem Rückweg haben wir noch zwei andere Comedians mitgenommen und sprich, dann war ja der ganze Dreck auf dem Rücksitz und dann musste er ein bisschen auf. Ja, trotzdem ein sehr guter Mann. Also sehr lustig, aber die Karre ist auf jeden Fall abstoßend. Ich wusste wirklich nicht, dass du eine Comedy-WG hast. Aber es haben ja einige. Seit kurzem, seit einem Monat. Ja. Seit einem Monat wohnt ihr zusammen? Ja. Wo lebt ihr denn? Also ihr seid pünktlich zur Quarantäne zusammengezogen, oder was? Ja, genau. Also es ist echt sehr lustig. Wir schreiben ein paar, wir sind eigentlich ziemlich lazy die ganze Zeit, aber wir machen so ein paar Sketche und ein paar Lustiges. Wir machen jetzt TikTok. Ich bin jetzt bei TikTok.
Ah, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, eine Plattform, wo du sehr gut, ja, wo du sehr gut performst. Ich bin da, ich hab dann einen guten Gag, warte. ich weiß, ist also genau, wir machen nämlich eine Late Night. Also ich habe mir jetzt eine Late Night geschrieben. Und die drehen wir heute Abend. Und die kommt auch bei MySpaß online nächste Woche Donnerstag. Ach. Ja. Und wie heißt die? MCG Late Night Show. Hm. Das ist das Logo. Siehst du? Hast du selbst gemacht? Ist das in das Titten? Titten? Ja. Cool. Gut, ne? In Originalgröße. Genau, und dann mache ich, also es ist halt so eine Late-Night-Show. Also es ist halt so ein bisschen behindert, ist auch so aus meinem Bett. Und da mache ich so einen Anfangsmonolog und mein erster Gag ist, okay. Ich weiß, ihr könnt es alle nicht mehr hören, aber wir müssen heute darüber reden. Dieses Virusphänomen aus China. TikTok. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Aber jetzt hast du den Gag ja schon live verbraten. Jetzt ist er ja schon weg. Ja, aber die Show wird ja irgendwie so irgendwas zwischen 7 und 10 Minuten. Und da sind dann noch eine Menge andere Gags drin. Ich ohne Scheiß TikTok, also jetzt, bevor ich jetzt, ich komme sowieso immer so opa-mäßig rüber. Ich habe ein rotes Fettgesicht. Ich habe Bilder von mir selbst auf Reisen hinter mir hängen. Und mein Wohnzimmer sieht aus, als wenn es irgendwie ein chinesischer schwuler Feng Shui-Berater eingerichtet hätte. Völlig egal. TikTok, ich check's nicht. Ohne Scheiß, ich verstehe es. Ich habe mich da angemeldet. Ich habe da, glaube ich, 68 Follower bei TikTok, weil ich ein Video online gestellt habe mit Vanessa Mai, wo ich Elton eine Torte ins Gesicht klatsche. Mhm. Und abseits dessen, was soll ich da machen? Soll ich jetzt tanzen oder was? Ich verstehe es gar nicht. Also, weißt du mal, soll ich mir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, soll ich mir jetzt Gentleman im Wohnzimmer anmachen und so machen? Das ist ja noch oberflächlicher als Instagram. Instagram ist ja schon so, guck mal, wie ich wohne, guck mal, wie ich bumse, guck mal, wie ich esse. Bei TikTok ist noch nicht mal mehr, guck mal irgendwas, sondern guck mal, wie ich tanze. Das ist wie so ein Stripclub online. Also ja, das stimmt schon, aber auf TikTok ist jetzt nicht nur diese Tanzvideos. Also ich habe mich halt auch erst vor einer Woche da angemeldet und ich dachte am Anfang auch, ja, ist ja nur Tanz, und jetzt, ich habe jetzt ein paar Videos hochgeladen, aber ich sehe auf jeden Fall nicht so aus, wie ich so aus jetzt gerade aussehe. Also ich bin halt in meinen vollkommen Gammelklamotten und mache einfach so ein bisschen behindertes Zeug. Ja. Hey, ich glaube, das hat mittlerweile eine größere Reichweite als Instagram. Ja. Und TikTok. Das ist riesig geworden. Ich check sowas nicht. Ich habe Instagram, ich habe Twitter, ich habe Facebook. Trotzdem fällt es mir total schwer, da abzusehen, was irgendwie funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist sowieso wie bei unserem Bühnenjob. Ne? Titten funktionieren immer, aber die habe ich ja nicht. Tote. Wenn ich Titten hätte, wäre es top. Ich würde die ganze Zeit nur Titten zeigen. Tittentote Tierbabys. Tierbabys? Tittentote und Tierbabys. Ach so, okay, das geht. Titten und tote Tierbabys ist nicht so gut. Weil, hey, schaut mal hier. Und ein toter Hamster. So. Wenn das viral geht, herzlichen Glückwunsch. Titten und tote Tierbabys. Ich merke schon, du bist in diesem Influencer-Ding total groß drin. Und Möpse, du hast einen Mops. Guck mal, da hast du doch deine Möpse. Er schläft neben mir. Da liegt er gerade. Warte, ich habe diese Kamera so großzügig aufgebaut hier. Da ist er. Da ist der Otto. Oh. Otto, guck mal, da ist Maria Clara Groppler. Otto. Wenn du kein Comedian wärst, dann wärst du wirklich so ein crazy Dog-Poster auf Instagram. Ja, du hast nur, ja, ja. Du hast 90% nur Fotos von deinem Hund. Weißt du, nicht warum? Von deiner Frau, sondern nur von deinem Hund. Ist da irgendwas schiefgelaufen in der Beziehung? Oder du meinst, ob ich gar keine Frau habe und heimlich den Hund vögel? Ja, so ist es. Deswegen, der schläft auch gar nicht. Ich habe den gerade schon wieder unter Medikamente gesetzt und gleich nehme ich ihn richtig durch. Also, kleine Bitch. Ja, jetzt guckst du, Otto, ne? Ja, dann kriegt er immer so ein Schleifchen ins Haar und ich mache ein bisschen geile Musik an, so ein bisschen Kuschelrock, weißt du? 3 Wochen Therapie setzt auch dir zu. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber zum Beispiel gibt bei mir so ein paar No-Gos, die ich ganz früh gesetzt habe. Also meine Frau, von der gibt es kein Bild, auch keinen roten Teppich, gar nichts. Also auch Comedy-Preis bin ich alleine auf den Bildern und so. Weil sie das nicht will und weil ich das auch ehrlich gesagt nicht für nötig hätte. Wenn ich Kinder hätte, was ich nicht habe, würden die auch, das wäre für mich, ist für mich so das ultimative No-Go. Partner ist eine Entscheidung, die man machen kann innerhalb einer Beziehung, ob der Betreffende das möchte oder nicht. Aber bei Kindern wird es sofort aufhören. Ich verstehe Leute auch nicht, die ihre Kinder online stellen.
das kann jeder für sich entscheiden. Es gibt ja viele einflussreiche Schauspieler, Musiker etc., die ihre Kinder vor die Kamera setzen, und bei Influencern, da muss man gar nicht drüber reden. Ich bin mit Oliver Pocher nicht immer einer Meinung, aber in dem Fall bin ich komplett seiner Meinung. Diese ganzen Insta-Uschis, die dann irgendwie, weißt du schon, das EKG, nicht das EKG, wie heißt es hier, das Echolotbild da, das, du weißt schon, ne? Das Bild im Bauch, wie heißt das denn nochmal? Echolot? Nee. Ultraschall. Ultraschall, vielen Dank. Das Ultraschallbild ihres Babys posten, dann wahrscheinlich noch die Geburt livestreamen aus FaceTime, wie sie es dann aus ihrer Vagina pressen. Und dann, ja, es ist ja weh, es gibt ja weh, es gab eine Influencerin in den USA, die sogar ihre die Geburt per Livestream an bezahlte Follower, also an Follower gestreamt hat, die extra dafür bezahlen wollten. Und ich finde, Persönlichkeitsrechte für dich selbst, Kinder haben nun mal auch Persönlichkeitsrechte, und dein Job als Elternteil ist es, diese zu schützen. Und was ist mit deinem Hund? Hat der da eingewilligt, dass du die ganze Zeit... Nee, der hat überhaupt keine... Der hat einen Scheißdreck. In anderen Ländern wäre die Nummer 67 süß sauer. Willst du mich veräppeln? Der lebt ein Traumleben. Dem ist ja nicht bewusst, dass dein Internetstar ist. Dem Otto ist das auch relativ egal, habe ich die vermute. Wobei ich sogar bei Otto schon drüber nachgedacht habe, ob ich ihn nicht mehr online stelle. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ich poste lieber ein Bild von ihm als ein Bild von mir, weil ich kann meine hässliche Fresse eh nicht ertragen. Warum hast du überlegt, ihn jetzt nicht mehr hochzuladen? Weil ich irgendwie gedacht habe, so. Also mir, die Leute mögen es, die Leute mögen Otto einfach. Ne, ich erzähle ja auch von ihm, er kommt in den Büchern vor. Weißt du, in meinem letzten Buch zum Beispiel gab es so eine Comiczeichnung über alle Seiten hinweg, und Otto läuft halt über die Seiten als Comicfigur und führt so als so einen Faden durch das ganze Buch. Das heißt, der ist auch auf zwei Buchcovern drauf. Also der ist ja irgendwie verwoben mit dem, was ich mache. Ich habe auch ein Programm, eine Nummer über Otto. Hast du einen Hund? Nein, ne? Naja, schon, aber also... Zu Hause bei Mutti. Also, genau, also ich wollte ihn unbedingt haben, und dann bin ich halt umgezogen, und dann ist er halt bei Mama geblieben. Ah, der Move, den man macht, wenn man geistig 12 ist. Ja. Wann wolltest du ihn denn haben? Wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr gekauft, und das war so eine Zeit, wo ich gerade so irgendwie so Zeit hatte und dachte so, jetzt ein Hundebaby, das wäre nice. Oder hatte ich so ein paar Wochen Spaß damit, und dann ging es halt wieder voll los. Und aber es ist voll oft bei mir so, ich hatte halt schon echt viele Haustiere, und ist dann immer so, ich will die dann unbedingt haben. Und dann irgendwann merke ich so, nee, ich will die doch eigentlich gar nicht haben. Oh Gott, Maria, ey. Bei sowas habe ich ja echt harte Ansichten, dementsprechend schweige ich jetzt eher über das, was ich gerade denke. Hallo, ich war jung, okay. Also du warst nicht 8? Du warst was? 20? Keine Ahnung, ey. Ja. Das ist ein Lebewesen. Also ich habe mir mit 8 Jahren einen Gecko gewünscht. Mein Vater hatte irgendwie Kacke gebaut, hatte mich im Baumarkt vergessen, glaube ich. Also er hat mich mal im Baumarkt richtig vergessen. Also er ist einfach nach Hause gefahren. Und dann waren wir Vogelfutter kaufen für den Vogel, den wir zu Hause hatten. Und da saß so ein Gecko in einem der Terrarien. Das war ein Tokid, ein malaysianischer Riesengecko, so groß. Und dann, ich war 8 Jahre alt, und ich stand davor, ich so, ich will den. Und mein Vater so, nein, ich will den, ich will den, ich will den. Dann habe ich ihn so lange genervt, bis er gesagt hat, okay, das wird schon nicht so schlimm sein. Sind wir zum Verkäufer, haben gesagt, ja, wie aufwendig ist denn das mit so einem Gecko? Und er sagte, ja, keine Ahnung, da haben sie ein Terrarium, der klebt halt an der Scheibe und guckt doof. Mehr macht der nicht. Und dann haben wir den gekauft, sind nach Hause gefahren, Terrarium eingerichtet. Das ist wirklich passiert, und abends, es wurde dunkel, wurde uns allen schlagartig bewusst, warum dieser Toke heißt. Weil plötzlich hörte man aus diesem Terrarium, nicht nur im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, sondern auch in der kompletten Nachbarschaft, Toke! 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 Die Viecher nach ihrem Partner. Und zwar, wir hatten aber keinen Partner gekauft. Und der hat 8 Stunden durchgeschrien. Mein Vater Schlafanzug in meinem Zimmer, sagte, der kommt zurück. Ich so, ja, auf jeden Fall kommt er zurück. Und das war Toke, Toke, Toke. Unerträglich. Und dann am nächsten Morgen hat mein großer Bruder da reingefasst, um diesen Toke zu fangen, weil wir ihn zurückbringen wollten, weil wir gesagt haben, das ist unmöglich. Du kannst ja keinen Hund haben, der 8 Stunden am Tag Hund brüllen würde. Du würdest ja wahnsinnig werden.
Und dann haben wir den Tucke genommen, haben ihn versucht, in einen Eimer zu tun. Der hat meinen Bruder so tief in die Hand gebissen, dass wir noch ins Krankenhaus mussten. Deswegen sollte man sich vorher überlegen, ob man Haustiere haben will. Aber dein Hund ist gut aufgehoben bei Mama. Ja, ich habe so eine ähnliche Story. Und zwar, ich habe mir mal einen Hamster gekauft, weil ich dachte mir so, ja, lebt nur ein Jahr, safe, das passt. Und auf jeden Fall, ich habe diesen Hamster gekauft und so der Verkäufer meinte, das wäre ein Männchen. Und dann habe ich mir diesen Hamster halt geholt und dann irgendwann habe ich aus dem Käfig so komische Geräusche gehört. Und dann hat dieser Hamster einfach 5 Babys bekommen. Oh, und das waren so eine kleine roten Würmchen. Und ja, dann habe ich halt gewartet. Also es war halt mega cool und dann sind die irgendwann groß geworden. Aber Hamster musst du ja einzeln halten. Und dann haben wir halt so, sind wir halt so zu Pflanzenköller, also das war dieser Laden, wo wir den gekauft haben. Hier und meinen so, ey yo, gib mal ein paar Käfige. Und dann haben wir halt ein paar Käfige bekommen. Und dann irgendwann haben wir die Hamster halt wieder, also wir hatten dann halt 5 Hamster. Ne, 6 ja insgesamt. Und wir wussten nicht, was haben die alle überlebt? Ja. Und dann, ja, stimmt, Hamster leben solitär, die leben allein, ne? Ja. Und dann haben wir die zurückgegeben. Hatte auch mal einen Hamster. Und, aber die sind bis, also so jugendliche Hamster geworden oder was? Die sind aufgewachsen, ja, schon. Genau. Was? Aber schon cool dabei zu gucken, ne? Ja. Und ich hatte Mama auch. Mama Hamster hast du dann noch behalten oder hast du alle zurückgegeben? Nee, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, ich habe Mama Hamster und ein Baby behalten. Oder vielleicht habe ich auch 2 Babys behalten und Mama Hamster wieder weggegeben. Bitte nehmen Sie mir diesen alten, abgeschwängerten, schäbigen Hamster weg. Ich möchte gerne Babys! Ja. Okay. Immer so, ja, Hamster. Also, Babys sind immer besser. Ah ja, also zum Beispiel, das ganz kurz. Ich glaube, ich will schon irgendwann ein Baby haben. Aber also ich denke mir immer so, wenn ich so durch die Straße laufe, denke ich mir so, oh, die Babys sind schon echt süß. Und wenn ich dann da so ein, keine Ahnung, wenn es schon so ein bisschen größer ist, so wenn es schon so reden kann, dann denke ich mir so, nee. Dann weg, ja. Ja. Dann gibst du einfach wieder zurück, schiebst du da rein dann. Ja. Weil du verbringst einfach das halbe Jahr, wo es noch so ein neugeborenes Süßes ist und wenn es dann nervt, dann schiebst du es einfach wieder zurück, bis es dann 18 ist oder so. Genau. Die kurzer Lehrerkind-Hinweis, bla bla, kauft euch keine Hamster. Wirklich nicht. Das sind keine Tiere, die man zu Hause halten sollte. Die sind nachtaktiv. Das ist super scheiße für Hamster. Weil die wollen nicht, also Hamster stehen abends um 12 Uhr auf und verbringen die Nacht wach. Und wenn dann 7-jährige Kinder vor ihnen hocken und an ihnen schütteln morgens um 10, kratzen die halt einfach ab. Oh. Deswegen leben die auch in Gefangenschaft nicht so lange, weil das total grausam ist. Aber das hat nie einen interessiert. Hat man dir das nie gesagt, dass Hamster nachtaktiv sind? Doch schon, aber ich dachte, es stört die nicht, wenn man die mitten im Schlaf aufweckt. Nein, ich finde es total cool. Ich finde es mega. Ich finde es auch total so toll, wenn mein Mitbewohner immer in der Nacht reinkommt und mich aufweckt. Ja, ist das so, dass Jamie Witzbicki manchmal nachts reinkommt und ihr ins Gesicht furzt? Nein. Ja, er steht einfach nackt vor mir. Ich bin so Jamie. Schließt du dein Zimmer ab? Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Nee. Ich habe nie in der WG gewohnt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das. Also klar, habe ich mal ein paar Tage bei Freunden oder so gewohnt, aber ich habe nie längere Zeit mit Fremden oder Bekannten zusammen gewohnt. Ja, es ist auf jeden Fall was anderes. Also es ist so, also Jamie und ich, wir waren vorher, wir kannten uns auch halt, aber jetzt, also das ist so krass, wir furzen halt die ganze Zeit voreinander und es ist einfach so richtig, also so richtig ekelhaft tatsächlich. Und ich dusche mich halt auch relativ selten und ja, deswegen. Das ist so eine neue Masche, um so irgendwie perverse Insta-Follower zu finden, so Typen, die sagen, oh, 3 Wochen ungewaschenes Höschen, top. Ja, genau. Wenn ihr Interesse habt, dann geht mal jetzt auf mein Instagram, Maria Clara Groppler. Schreibt mir, ich schicke die euch dann, weil ich habe halt zurzeit keine Einnahmen und ich muss ja halt jetzt gucken, wie ich halt irgendwie mein Geld verdiene, ne? Ey, ohne Maria, das ist jetzt, also ich wäre vorsichtig mit solchen, ich wäre wirklich vorsichtig mit solchen Aufrufen, weil ich glaube, dass die Community von Leuten, die an deiner benutzten Unterhose rumschnüffeln würden, erschreckend groß wäre. Aber da frage ich mich halt auch, also ich habe schon so ein paar Nachrichten halt diesbezüglich bekommen. Ich habe das jetzt noch nie gemacht, aber ich denke mir so eigentlich, warum eigentlich? Guck mal, wenn das größer bei dir wird, könntest du doch so richtig Merch machen. So. Ja, also, Unterhosen, weißt du? Getragene Unterhosen-Merch. Genau, getragene Unterhosen. Dann könnte man bei deinen Shows draußen, ist nicht wie bei anderen irgendwie T-Shirts oder so aufgebaut, sondern einfach so ganz viele Unterbuchsen von dir
aus verschiedenen Lebensphasen. Ne? Und dann kannst du sagen, so die 3 Wochen ungewaschene Maria Clara Groppler. Mein Gott. Ja. Maria. Ich mag übrigens, ich finde den Namen schön. Ich finde beide schön. Ich finde Clara schön, ich finde auch Maria schön. Du hast Glück gehabt. Aber Groppler ist schön. Du hast in dieser jugendlichen Generation, du könntest auch Janette halten. Nee, Janette hießen sie in den 80ern. Wie heißt man heute? Keine Jennifer? Ahnung. Jacqueline? Jacqueline Feldmann, gute Frau. Schlimmer Name, gute Frau. Ja. Heute gehen wir auf alle anderen Comedians. Soll ich dir mal das Ekligste erzählen, was mir letztens eine Kollegin aus unserer Branche erzählt hat, die sehr, sehr, sehr nett ist, aber leider auch sehr, sehr naiv. Mhm. Wir waren auf Tour, ist schon ein paar Jahre her, und da meinte sie so, ja, ich habe so eine E-Mail bekommen von so einem Familienvater, der schrieb mir, dass seine Tochter, die bereitet sich gerade auf so einen Wettkampf vor, die hat nämlich... die behauptet, sie könnte sich weibliche Ellenbogen merken und könnte an den Ellenbogen die Personen erkennen. Und er hat mich jetzt gefragt, ob ich vielleicht seine Tochter, ich jetzt als in der Öffentlichkeit stehende Person, seine Tochter unterstützen könnte, indem ich ihm ein paar Fotos meiner Ellenbogen schicke. Und wir saßen da, ne? 10 Leute, alle so. Die ist schon bewusst, dass da jetzt irgendein bärtiger, fettbäuchiger Typ in einem Unterhemd irgendwo in einem Sutterer Keller in, weiß ich nicht, hinterletzten Mac-Prom sich gerade einschleudert auf deine Bilder und dass diese Tochter erfunden war. Und sie ist, nein, die Tochter gibt's wirklich. Und dann waren wir ein paar Tage unterwegs und noch eine Komikerin, mit der wir auf Tour waren, also die dann auch dazu kam, sagte, sie hat auch eine E-Mail bekommen von einem Typen, der aber behauptete, er würde sich auf Medizinstudium vorbereiten und es war lustigerweise die gleiche E-Mail-Adresse. Oh. Und sie hat zumindest den Braten gerochen und hat da nichts hingeschickt. Die andere hat allen Ernstes Bilder ihrer Ellenbogen an irgendeinen so grenzperversen Kaputten geschickt. Was aber schon was, ziemlich warum dein Ellenbogen? Was ist denn daran sexy? Oh, ey, ohne Scheiß. Glaub mir, es gibt, also wenn es benutzte Unterhosenfetisch gibt, dann gibt es auch Leute, die auf Ellenbogen stehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber ich fand es so geil, mit was für einer liebenswerten Verpeiltheit sie da dran gegangen ist und dass sie überhaupt nicht in Wirklichkeit gezogen hat, dass der Typ, der ihr das geschrieben hat, einfach irgendein Kaputter ist, der das erfindet, damit sie ihm Bilder davon zuschickt. Ja, krass. Und als ihr dann klar wurde, dass da jetzt wahrscheinlich irgend so ein Bauersucht-Frau-Typ sich einen abschleudert auf ihre Ellenbogenfotos, da war sie doch so ein bisschen i. Ja. Du kriegst bestimmt oft Pimmel geschickt, ne? Ja, ich krieg oft Pimmel geschickt, aber ich bekomme halt auch so manchmal so komische Anfragen. Das, also ich du hast es wahrscheinlich noch nicht bekommen, aber ich glaube, ein paar andere Frauen auch. Das hat auch schon angefangen, so bevor ich in der Öffentlichkeit war. Ich habe so eine Nachrichten bekommen und das sind dann so Typen, die dann so einen richtig langen Text schreiben und so richtig nett in gutem Deutsch und schreiben dann so, die haben halt diesen Fetisch. Die schreiben das? Ja, genau, die sagen halt so, die brauchen das, dass jemand denen so ins Gesicht tritt, die anspuckt oder die irgendwie halt so total erniedrigt und dann fragen sie so, hey, können wir uns mal treffen, damit du mir in die Eier treten kannst? So richtig nett und dann so, ich weiß, es ist eine ganz komische Anfrage, aber das brauche ich einfach und keine Ahnung, es wäre echt super, wenn du es machen könntest. Ich denke so, was ist denn, also weißt du, und dann vor allem, dass die ja auch denken, dass ich die Zeit auch, dass die Frau dann denkt, oh ja, total gerne, lass doch irgendwie am Sonntag treffen direkt. Oder ich werde doch so zu Geburtstagen eingeladen, so, du weißt schon, dass du wahrscheinlich irgendwo in, weiß ich nicht wo, wohnst. Und dann lädst du mich zu deinem Geburtstag ein, denk mir wirklich, dass ich aus Köln dann zu diesem Geburtstag fahre, der weiß ich nicht, wo ist. Ja, das denken die, weil diese E-Mails bekomme ich halt auch schon seit Jahren. Und es ist immer wieder, weißt du, meine Oma Erna hat Namenstag und wir kommen zusammen und wir lassen auch ein Stück Kotelett für dich da. Und also wirklich ungelogen, ich kriege jede Woche Einladungen zu solchen Privatterminen. Ja. Und ich finde es auch berührend, dass die Leute einen ja teilweise, du musst ja das, was du daran sehen musst, ist ja, dass sie sich als Teil ihres persönlichen Kosmoses empfinden, so nah an sich selber dran, dass es sich nicht stören würde, wenn du in ihrem Privatleben stattfindest. Nein. Der andere Teil der Medaille ist natürlich, also für dich und mich, wie absurd ist denn das? Ich kann mich doch nicht bei irgendwelchen fremden Leuten auf dem Geburtstag hinsetzen. Also das würdet ihr doch zu Hause, die uns jetzt zuhören, ihr würdet doch auch nicht bei irgendwem euch auf dem Geburtstag hinsetzen, weil die euch geschrieben hat, hör mal, ihr habt die auf der Straße gesehen, sah es nett aus, willst du nicht zu uns am Geburtstag kommen? Ja. Ich weiß es zu schätzen, aber es ist halt super surreal. Ne? Ja. Und ich antworte darauf auch immer und bedanke mich. Ich kriege halt auch sehr viele Anfragen, Geburtstagsvideos zu machen.
Und das habe ich früher auch gemacht. Und bei Kindern mache ich das auch immer noch manchmal. Ja. Aber wenn du in der Woche 20 oder 30 Wünsche von Leuten kriegst, hör mal, meine Freundin Helene, bla, die finde ich so toll und kannst du da nicht singen und so. Ich kann ja jetzt nicht 20 Geburtstagsvideos die Woche aufnehmen. Also ja. Geht ja einfach nicht. Ich habe mal außerdem gehört, ist der Mehrwert so eine, auch gleich null für die Leute. Ja, ja, ich habe mal gehört, es gibt so eine App, da kannst du tatsächlich anbieten, Geburtstagswünsche zu machen. Und wenn du halt so ein richtig großer Promi bist, dann bezahlen die Leute halt dann auch was dafür. Die haben mich angeschrieben, diese App. Und ich habe darauf, weil ich so ein richtig großer Promi bin, ich glaube, die schreiben, eigentlich schreiben die wahrscheinlich jede Fotze an, aber die haben mich angeschrieben und hallo, Fotze sagt man nicht. Warum nicht? Das sag ich oft. Behindert sagt man nicht, dafür kriegst du einen Shitstorm. Da habe ich mich mal richtig Ärger für bekommen, Fräulein. Ich habe ich gerade vorhin auch gesagt, es tut mir auch leid. Aber jetzt tut es mir wieder leid. Ne? Nee, aber finde ich ähnlich. Ich habe da letztens schon mit Thorsten Sträter darüber gesprochen. Da ging es um Kollegen, die Meet and Greets für Geld anbieten. Ne? Also du kriegst ein goldenes Ticket. Bitte, Maria, wir kennen uns jetzt noch nicht so gut. Wir haben uns erst 3-4 Mal getroffen. Bitte, bitte, egal wie weit es mit dir geht. Und wenn du mal Arenen füllst, bitte mach das nicht. Ja. Mach es einfach nicht. Das ist so widerlich. Ich finde das so... Entweder du hast Bock, deine Fans zu treffen. Du hast Bock, mit den Leuten irgendwie zu quatschen. Ich gehe bei jedem Ort, wo ich spiele, nachher noch raus und gebe Autogramme und Quatsch mit den Leuten. Oder du hast halt keinen Bock da drauf. Aber wenn der Grund dafür ist, dass du dann mit denen noch redest, dass sie dir noch mehr Geld geben als das, was sie sowieso schon bezahlt haben, dafür, dass sie bei deiner Veranstaltung waren. Sie haben ja schon den Eintritt gelöst. Das finde ich zum Kotzen. Das finde ich jetzt bei Bormek. Dass ich so ein Riesenstar werde. Dass man. Ach, warum denn nicht? Okay, ich werde so ein Riesenstar. Man kann sagen, was man will. Leicht zu überzeugen bist du auf jeden Fall. aber ich finde das und ich finde auch Videobotschaften gegen Kohle finde ich auch absolut kotzi. Also ist überhaupt nicht mein Style. So. Also weiß ich nicht. Was ich süß fand, ich habe das für einen Jungen zu Weihnachten gemacht. Sorry, dass ich mir ständig in die Nase fasse wie so ein Kokser. Ich habe so heftig Allergie gerade. Es ist einfach total... Seit es so warm ist draußen, hilft halt auch nichts. Ich habe Cetirizin genommen, bin am Steuer eingepennt, habe Lorano genommen, hilft auch nicht. Mein Gesicht juckt wie Sau, ich bin rot wie Scheiße. Ja, bei mir geht es auch langsam los. Ich habe auch Pollenallergie. Und ich weiß auch nicht so richtig, weil bei mir hilft auch nicht so wirklich. Und voll viele sagen halt so dieses Hypersensibilisierung mit diesen Spritzen, aber ich hasse Spritzen. Und das weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich tun soll. Ich kenne jemanden, der es genommen hat, oder der Hypersensibilisierung per Spritze bekommen hat. Oh, so richtig geil ist das nicht. Das ist ähnlich wie, ich habe Probleme mit dem Knie, weil ich wirklich viel gelaufen bin früher, als ich dünner war, also viel gejoggt bin. Und dann haben die mir letztes Jahr Hyaluronsäure ins Knie injiziert und meinten so, ja, ne, das würde helfen, damit das besser schmiert zwischen den Gelenken, weil der Knorpel ist angegriffen und so. Und ich so, ja, machen Sie. Haben Sie denn Angst vor Spritzen? Ich so, nee, ich habe keine Angst vor Spritzen. Ungelogen, so lang. Und ich so, okay. Ich hab doch Angst. Ich auf der anderen Seite von meinem Knie wieder raus. Und er so, nee, knapp nicht. Und dann schiebt er das da rein. Ich so, oh, fuck, Alter, das ist nicht cool. Ne? Und dann meinte er so, ja, das müssen wir jetzt 15 Mal machen. Und ich war noch zweimal. Ich war noch zweimal da, aber 15 Mal am Arsch, ey. Gar keinen Fall, das tat richtig weh und war richtig. So richtig ich habe auch gar nicht das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Die spritzen hier rein und dann auf einmal hier im Knie drin hast du ja kein Gefühl. Also hier, klar, das fühle ich, aber ich habe ja keine Ahnung, ich fühle ja nichts in meinem Knie. Und du hast auf einmal fühlst du, wie im Knie sich das mit Flüssigkeit füllt. Ist das ein scheiß Gefühl. Ist eklig, ne? Richtig eklig. Ich wäre bestimmt total gut im Dating. Das wären so die ersten Geschichten, die ich Frauen erzählen würde. Zum Glück muss ich das nicht mehr. Ja. Datest du gerade? Wie denn? Online-Dating. Ich kenne Leute, die jetzt gerade wirklich ein befreundetes, Anführungszeichen, Pärchen, also Leute, die sich eine Woche vor Corona-Krise kennengelernt haben und die daten sich jeden Tag per Webcam. Jeden Tag. Ist ja irgendwie auch süß. Ist ja so ein bisschen wie in einem Film, so weißt du, wie hier Schlaflos in Seattle oder so früher. Nee, ich habe mir jetzt, vor ein paar Tagen eine große Bestellung bei Eis.de bestellt und die ist jetzt gestern angekommen und. Ich
die neue Next Generation from Satisfyer. Kurze, eine wirklich ernst gemeinte Empfehlung an alle Frauen. Ich bekomme dafür kein Geld, aber Satisfyer, ihr braucht keine Typen mehr. Ist wirklich richtig. Also, ist es ein Dildo oder ein Vibrator? So oder? Ein Vibrator, also ein Vibrator, aber der macht so mit so Druckwellen. Ja, und es ist mega. Als Typ bringt einem das nicht so viel, ne? Also. Nö. Ich den mir jetzt so ranhalten würde, das ist einfach seltsam, als würde ich mir einen Lockenstab auf den Penis prügeln, wahrscheinlich. Ja. Ich wollte immer mal sehen, wie eine Travel-Pussy aussieht. Habe ich nie gesehen, weil... Eine was? Hat sich nicht angeboten. In jedem, also schau mal, in jedem Herrenklo, so. Bei Frauenklos hängt das natürlich wahrscheinlich nicht, zumindest das hängt da nicht. Da hängen immer Kondome, dann so ein der lustige Spaßring. Hast du dann so einen, wahrscheinlich so einen Gummiring, der irgendwie vibriert oder so ein Scheiß. Und die Travel-Pussy. Und... ich habe schon so oft davor gestanden auf Herrenklos mich gefragt, was zum Teufel soll das denn sein für 1,50 Euro? Kriegt man dann irgendwie, fällt dann unten so eine Kanne aus Mett raus? Oder was ist die Travel-Pussy? Ich weiß es nicht. Vielleicht können die Menschen, die uns zuhören, ja drunter schreiben unter die heutige Folge Happy House Arrest. Es würde mich persönlich sehr berühren und auch sehr interessieren zu wissen, was es ist. Weißt du? Ja, das ist einfach so ein, wie so ein, du kannst auch mal, also ich weiß halt nicht, wie, weil das ist ja eigentlich so ein kleiner Automat, also müsste es ja sehr kleine Travel-Pussy sein, aber es sieht aus wie so ein, sieht eigentlich fast bei dem, diese Travel-Pussy sieht eigentlich aus wie so ein Dildo und dann schraubst du es auf und dann ist da aber halt so ein Loch drin aus wahrscheinlich so Latex und dann kannst du da halt reinstecken. Oh, das ist aber romantisch. Ja. Dann noch eine Flasche Wein auf, einfach schöne Musik, vielleicht ein bisschen Norah Jones, ein bisschen kuscheln mit der Travel-Pussy. Travel-Pussy. Taschenmuschi. Ich kenne das unter Taschenmuschi eigentlich. Klingt ein bisschen peinlich, aber ich habe auch keine Sexspielzeuge zu Hause. Habe ich nicht. Ich wüsste auch, also fände das seltsam. Also, aber deine Frau? Nee, glaub nicht. Also wenn, dann war ich noch nie dabei, aber nee, glaub nicht. Ja, warte, ich zeig's dir mal. Was zeigst du mir jetzt? Die Travel-Pussy? Siehst du das? Ja. Ja, Das sieht aber ansprechend und schön aus. Naja, muss ja auch nicht schön sein, ne? Ja, bei uns beim Frauenklos gibt es auch diese Automaten und da ist halt immer Kondom, Tampons und dann ist da auch so ein Fingeraufsatz. Ich glaube, ich habe das auch noch irgendwo. Was? Ich glaube, ich habe das auch noch irgendwo. Ja, gut. Frau Groppler sucht jetzt ihren Fingeraufsatz. Okay. Ich habe es wahrscheinlich doch weggeschmissen. Aber hast du es nach 8-maligen Benutzen, hast du gedacht, komm, jetzt lange wird das schon, das wird jetzt lange ein bisschen durchlässig. Ich sehe ja schon wieder meinen Finger, das ist irgendwie nicht so gut. Oder ist das mit so einem lustigen Tierkopf, dass man so einen Zebrakopf auf dem Finger hat? Das ist einfach so ein kleines, glibberiges Ding, was du auf den Finger raufsetzt, was so kleine Noppen dran hat. Denkst du, warum? Das ist einfach nur ein kleines Gummiding und das macht nichts. Also es hat 2 Euro gekostet. Ich wollte einfach mal sehen, was das ist. So. In den Automaten bei euch Mädels sind Tampons drin zum Kaufen. Tampons? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Tampons, Kondome und diese Finger. Sollte man nicht verwechseln, weißt du, wenn man die Regel bekommt und schiebt sich aus Versehen das Glibberding rein und denkt so, oh, das wäre jetzt gut. Was steht eigentlich hinter dir an deiner Wand, Maria? Ist das sowas wie so ein neomodernes? Also da hängen die Luftballons mit deinem Namenslogo. Ja. Aber was steht an der Wand direkt hinter dir? Das ist, da normalerweise schreibe ich da mal so mein Stand-Up-Set drauf, aber da steht jetzt nicht den Verstand verlieren, und dann ist es immer so ein bisschen, wird es immer krakeliger, weißt du, was ich meine? Ah, okay. Also ein Meta-Gag in deinem eigenen Zimmer nur für dich selbst. Das ist nicht schlecht. Das ist schon, wenn man genug. Willst du uns dein Zimmer mal zeigen? Ja, nicht den Verstand. Das steht da wirklich. Ja. Ich dachte, das wäre lustig. Das hat aber schon was Kafkaesk Absurdes irgendwie. Ja. Wie viele Quadratmeter hast du zum Leben? 12 Quadratmeter. Das ist nicht so. Das ist in Köln locker 1.000 Euro kalt, ne? Aber ist nicht so viel. Ich kann ja mal zeigen, also hier kommt man rein. So, dann ist hier mein Schrank. Alter, stopp. Das ist dein Schrank. Ja, der ist relativ klein, ne? Aber ich habe meine Sommersachen habe ich im Keller
Und ich habe hier meine Jacken, habe ich hier so hinter meinem Bett auf so einem... Krass. Ja. Meine Frau hat einen 6 Meter langen oder 5 Meter langen Pax-Kleiderschrank. 1,50 Meter tief und der platzt. Platzt, explodiert. Es hängt überall. Ja, dann sag dir doch mal, dass sie die Zeit nutzen soll, mal auszusortieren. Ja, diese Diskussion hatten wir schon. Und damit wir nicht das dritte Pärchen sind, das sich trennt, werden wir diese Diskussion nicht nochmal aufmachen. Ja. Ein Streitpunkt seit 15 Jahren, sag ich mal. Eine IKEA-Deckenlampe, Bilder an der Wand, deine Nase von unten. Mein Sexspielzeug-Karton wegmachen, wo ich gerade das Gummiding gesucht habe. Aber auf jeden Fall, das ist mein Schreibtisch. Und das ist hier mein MCG Late Night Show vorne. Und da wir keinen Esstisch haben, habe ich hier so ein Frühstück. Ernsthaft? Alter, ohne Scheiß, du isst von einem Tablett auf deinem Bett aus? Ja. Und ihr habt eine WG ohne Esstisch? Ja, die Küche ist halt sehr klein. Genau. Und das ist mein Ast. Was ist das? Ja, mein Ast. Dein Ast, okay. Also man kann sagen, dass du in den letzten 22 Jahren deines Lebens nicht unfassbar viel Besitz angetürmt hast. Ja, das geht schon. Das ist... ja. Ey, genau. Leichtes Gepäck, total gut. Ja. Wo wohnt ihr denn in Köln? Also Stadtteil jetzt nicht. Innenstadt. Innenstadt? Ja. Schlecht. Very Innenstadt. Das ist ja in der derzeitigen Situation. Gehst du denn, also wenn du im Moment rausgehst während der Corona-Krise, wann gehst du denn mal raus? Um Essen zu kaufen. Und ich gehe ab und zu schon noch mal ein bisschen spazieren. Lustige Erlebnisse gehabt beim Essen kaufen? Da war einmal so eine Frau in der Schlange, die hat sich sehr darüber, also es war so sozusagen eine alte Frau, hat gerade bezahlt und hat so irgendwie nicht das Geld so richtig schnell gefunden. Und dann die andere Frau, die dahinter sozusagen danach dran war, die hat sich halt richtig über diese Frau aufgeregt, über die alte Frau, die nicht das Geld gefunden hat. Und meinte so, ja, die sollen jetzt auch mal bald sterben und so und keine Ahnung. Ich war so... gut so. Und du direkt erstmal einen toten Hamster hochgehalten und gesagt, hahaha. Ja, das fand ich auf jeden Fall krass. Aber das hat die gesagt? Mhm. Was für eine dämliche Bitch. Ja. Ja, guck mal, für alte Leute ist ja, also das muss man wirklich mal sehen, so für Omas und so. Ich habe letzte Woche saß ich auf einer Bank im Park und eine Omi saß neben mir und hat mich relativ schnell angesprochen so. Und dann habe ich mich, glaube ich, eine Stunde mit der unterhalten. Du hast richtig gemerkt, wie gut der das tut, weil die wahrscheinlich keine Familie hat und weil die sowieso vorher schon einsam war in dieser ganzen Scheißkrise, also vor dieser Scheißkrise. Und jetzt ist halt komplett vorbei. Na, also jetzt kommen noch nicht mal mehr die Nachbarn zu gucken und so. Und ich glaube, für alte Menschen ist das gerade richtig kacke. Plus, du bist auch noch Risikogruppe. Das heißt, wenn du den Kack dann kriegst, gehst du auch noch hops, vielleicht. Das ist, also, weiß ich nicht. Jeder, der uns gerade zuhört, schenkt einer Oma, wenn sie euch entgegenkommt im Park oder so, mal ein Lächeln. Und selbst wenn die Leute strange sind, weißt du, kennst du das, wenn du mit jemandem redest und es ist eigentlich jemand, den du nicht kennst, oder ist das Gespräch total nett und dann nimmt das auf einmal so die Abbiegung nach Crazy Town? Unsere Konversation gerade. Zum Beispiel, ja, wir haben jetzt über deinen Glibberfinger und deinen toten Hamster gesprochen, ne? Das ist auch schon was. Hatte ich mal mit einer alten Frau, habe ich mich auch eine halbe Stunde unterhalten auf einer Bank und irgendwann so, weißt du, während eines ganz normalen Gesprächs dann so, aber Hitler war ein guter Mann. Und der ist so, okay, darüber reden wir. Ja, und jetzt verabschieden wir uns lieber von dieser Frau. Das war, Otto, was ist los? Was hast du? Nein, bitte nicht wieder. Otto hatte letztens, obwohl er kastriert ist, einen Ständer nach dem Schlafen und das war nicht schön. So wie bei dir jeden Morgen? Bei mir jeden Morgen, ja, aber im Gegensatz zu ihm laufe ich nicht durch die Wohnung und pläst da alles voll. Otto, komm her, willst du mal Tante Maria Hallo sagen? Nee, willst du nicht, ne? Weil die zu Tieren nicht nett ist. Ja, so sieht's aus. Aber was hat dir denn die alte Frau erzählt? Du hast eine Stunde mit der gequatscht. Was die mir erzählt hat? Die hat mir erzählt, dass ich erstens auf ihrem Platz sitze, damit hat sie eröffnet, weil sie immer um 12 Uhr auf dem Eierplätzchen, so heißt der Ort, hier in Köln,
Und angeblich heißt er so, weil dort damals, vor 100 Jahren, haben dort Prostituierte gestanden und den Freiern an den Eiern gekrault. Deswegen nennt man das Eierplätzchen. Ich glaube, es liegt daran, dass der Platz eierförmig ist. Also er ist halt so kubisch, nicht kubisch, so konisch. Egal, jedenfalls meinte sie, ich würde auf der Bank sitzen, wo sie, oder genau auf dem Platz sitzen, der wäre nämlich immer um 12 in der Sonne und da würde sie sonst sitzen. Dann habe ich ihr angeboten, dass ich da hinsetzen kann. Dann hat sie gelacht und gesagt, nee, nehmen Sie auch mal Sonne. Und sie hatte Toilettenpapier gekauft. Dann haben wir uns darüber unterhalten, wie ihr Einkauf war und so. Und dass sie die letzten 8 Rollen bekommen hat. Mhm. Das ist ja, also guck mal, ne, ich habe mir Getränke per Flaschpost bestellt, ich habe mir Essen nach Hause kommen lassen, ich habe Essen bestellt, ich habe hier gekocht, bla bla. Wenn du kein Internet hast und damit nichts zu tun hast und du bist, keine Ahnung, 80 und musst für dich alleine sorgen, ey, in den Supermarkt gehen im Moment ist echt nicht cool. Das macht gerade echt keinen Bock. Und die tat mir ein bisschen leid, so, weißt du? Ja. Aber war ein nettes Gespräch. Also war trotzdem heiter, so. Die meisten Leute, die richtig alt sind, haben halt auch noch schlimmere Sachen erlebt. Wenn du, keine Ahnung, Krieg gesehen hast oder so, da ging es das, was wir jetzt hier durchmachen, alles Pipi-Kacker. Ja. Es grenzt halt unser kapitalistisches, teilweise ziemlich kaputtes Leben ein bisschen ein. Aber es wird ja wieder zu Ende gehen. Und die Frage ist, wie lange das noch dauert. Also im Moment habe ich noch keinen Lagerkoller. Wenn ich jetzt sage, noch ein halbes Jahr, dann wird es schon irgendwann strange, glaube ich. Ja, ich vermisse die Bühne schon ein bisschen auch. Ja, tue ich auch. Aber andererseits genieße ich auch so ein bisschen diese Auszeit gerade. Es ist halt wirklich so Zwangsurlaub für mich gerade. Also sind halt zwei Paar Schuhe. Ne? Die Bühne fehlt mir fürchterlich, das Reisen fehlt mir überhaupt nicht. Also ich meine, du kennst es selbst. Fährst du Zug oder was machst du? Ja, meistens Zug. Ich fahre nur Zug und ganz ehrlich, manchmal 7, 8, 9, 10 Stunden am Tag in einem Zug zu sitzen, um irgendwo hinzufahren, um dann nichts von der Stadt zu sehen und wieder am nächsten Tag weiterzufahren. Das ist halt der ätzende Teil. Ne? Das ist einfach so, das ist halt einfach nicht geil. Ich habe immer, also nicht beneidet, aber es gibt ja so Comedians zum Beispiel, die nur in einem ganz begrenzten Bereich super erfolgreich sind. Ne? Karnevals-Comedians. Oder Herbert Knebel, vielleicht sagt er das noch was, der Ruhrpott-Comedian, der macht im Umkreis von Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, macht er jede Halle mit 2.000, 3.000, 4.000 Leuten voll, immer. Über Nordrhein-Westfalen hinaus überhaupt nicht, weil das halt Ruhrpott-Humor ist. So, ne? Ja. Aber der hat den großen Vorteil, die maximale Reisemenge, die er hat, sind 100 Kilometer. Ja. Und wir deutschen Comedians haben ja sowieso noch den Vorteil, dass die größte Entfernung, die wir überhaupt möglich haben, sind, keine Ahnung, Stralsund oder Passau oder so, sind 1.000 Kilometer, 800 Kilometer. Wenn du amerikanischer Comedian bist oder internationaler Comedian, dann bist du halt, Ricky Gervais zum Beispiel, reist ja um die gesamte Welt. So, und boah, das fände ich ätzend, ey. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja. Also, dann nur, wenn man da wirklich auch Urlaub macht. Ja, aber das macht man ja nicht, oder? Also was machst du an den Tagen, wenn du irgendwo in die Stadt kommst und abends auftrittst? Ja, meistens nichts. Holst du deine Eis.de-Klamotten aus deinem Reisekoffer raus? Und ja. Ja, nee, genau. Ja, keine Ahnung. Also manchmal habe ich halt Glück und irgendwie, also ich spiele ja noch nicht lange solo. Meistens habe ich dann irgendwie doch das Glück, dass ich da mit anderen Kollegen in Mixed-Shows bin, dann kann man mit denen noch ein bisschen was essen gehen oder auch mal die Stadt erkunden. Und ich nehme jetzt auch für meine Solos, die jetzt hoffentlich bald wieder losgehen. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich habe halt auch immer einen Opener mit dabei. Und dann finde ich einfach besser. Ja, ich finde, also der Jan Overhausen, den nehme ich bei den meisten Shows mit. Jetzt, oder Jamie war auch jetzt einmal mit dabei. Und das ist halt Jamie cool, dann kann man lustig. Halt. Ja. Genau, da kann man so ein bisschen Zeit verbringen und so. Und mir lieber, ich will nicht ganz alleine auf Tour sein. Krass, okay. Ich bin immer alleine auf Tour. Also ich hatte nie einen Opener. Auch keinen Tourbegleiter so bisher. Ne? Und ich finde auch diesen Gedanken, dass mich jemand begleitet und Geld dafür bekommt, irgendwie so semi-geil. Ja, das ist mir wert, weil ich hasse es, wenn ich alleine, also wenn ich so richtig hart alleine bin. Ich bin jedes Mal so glücklich, wenn jemand von meinem Management oder so mitkommt. Echt? Ist das? Ja. Okay.
Krass, da sind die Leute völlig unterschiedlich. Also ich mag das an sich, das alleine sein, aber es ist halt zu viel. Ne? 150 Tage im Jahr oder so, das ist dann einfach zu viel gefühlt. Ja. Auf der anderen Seite jetzt jemanden immer dabei haben, der neben mir sitzt und weiß, ich finde dieses, ich mag das Gefühl nicht, dass jemand Geld dafür bekommt, Zeit mit mir zu verbringen. Das kenne ich schon aus der Schulzeit, da haben meine Eltern immer meinen Nachbarskindern Geld gegeben, damit sie mit mir Zeit verbringen und das möchte ich mir Privatleben nicht weiter. Ja, aber die treten ja auch auf. Also, weißt du, das ist natürlich wiederum gut. Ja. Wir machen jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung für dich. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, du bist auf Solotour mit deinem Programm Jungfrau. Genau. Und zwar finden im Moment überhaupt keine Shows statt, aber wann wieder? Oh, meine Nase killt mich, ey. Wann die nächste ist? Ja, also die nächste, die nicht verschoben ist. Oh, ich befürchte, dass die noch weiterhin verschoben werden, ne? Ich hoffe es natürlich nicht. Aber warte, ich guck mal kurz, wann die nächste ist. Wann ist denn deine nächste? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Anfang Mai, glaube ich. Ja, ich oder Ende April jetzt. Also das kann man ja ganz offen sagen, so auch für uns eine total absurde neue Situation. Und mir haben Leute halt, ich habe ungefähr jetzt schon so 15, 20 Termine verschoben. Ja. Und wir haben Leute so böse E-Mails geschrieben, ne? Ich wäre der letzte Wichser und sie hätten jetzt schon ein halbes Jahr Karten und so. Und dann denke ich auch, Leute, ja, wir können ja nichts dafür. Ja. Das ist ja nicht, also glaubt ihr, das ist mein Wunsch? Also ich kann, aber weißt du, ich kann weder entscheiden, dass eine Show gespielt wird, noch dass eine Show nicht gespielt wird. Wenn ich entscheide, diese Show findet nicht statt, weil ich nicht auftreten möchte, dann breche ich damit einen Vertrag. Ja. Und das ist bei einer gewissen Größe dann schon echt sehr, sehr teuer. Also mehrere tausend Euro mindestens. Und das heißt, ich muss immer warten darauf, dass eine Behörde sagt, okay, da darfst du auftreten oder darfst du halt nicht auftreten. Ja. Und im Moment ist es zumindest so, ist die Ansage, bis, glaube ich, 20. April darf ich nicht irgendwo auftreten. Und wie du schon sagtest, ja, auch mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch länger werden wird. Ja. Weil die Situation sich einfach noch nicht so massiv verbessert hat. Also zumindest klingt es so, als hätte sie sich noch nicht massiv verbessert. Ne? Ja, ich habe auch ein Video bei Facebook, bei YouTube gesehen von der MyLab, kennst du vielleicht, ob du die kennst. Aber Mighty, das, ja, genau, das hat mich sehr deprimiert, sag ich mal so, weil die prognostiziert, dass es halt noch sehr, sehr lange gehen wird, vor allem halt auch, also klar, irgendwann werden sie wahrscheinlich wieder sagen, ja, man darf raus, aber sowas wie Konzerte, Fußball, Sachen oder auch Comedy-Shows, das ist halt noch alle öffentlichen Veranstaltungen, länger, ne? Dass es halt noch länger nicht stattfinden wird, also. Naja, das Leben wird sukzessive wieder zu uns zurückkommen, so, ne? Aber ich glaube, dass natürlich wir als Unterhaltung, also so gesehen, als das am wenigsten Lebensnotwendige, was wir nun mal haben, es ist nun mal einfach wichtiger, dass die Industrie wieder läuft und so, für einen Sozialstaat, der wir nun mal sind, da ist einfach wichtiger, dass die Menschen wieder arbeiten können, als dass irgendwie Leute wieder ihre Witze erzählen können. Und deswegen werden wir das Letzte sein, was wieder ans Netz geht. Ja. Ja, also ich habe das Video von Mighty nicht gesehen, aber ich habe genug andere Sachen gelesen und gesehen. Ich habe ja auch Alliteration am Arsch mit meinem Freund Reinhard, der wirklich ziemlich clever ist und der auch gesagt hat, so, er kann es nicht voraussagen, aber sein Bauchgefühl sagt ihm halt als Wissenschaftler auch, das wird noch eine ziemlich lange Zeit so gehen, so wie es jetzt ist. Aber trotzdem, kauft Karten, weil... Kauft Karten, ey, kauft Karten! Bitte, wir müssen uns irgendwo, müssen die ISD-Kartons ja herkommen. Das kriegst du ja nicht umsonst. Kriegst du das gesponsert? Sag mal ehrlich, nein. Nee, aber ich fände, weil ich habe auch tatsächlich gesehen, dass ISD.de irgendwie mal einen Gag oder so von mir so in der Caption gemacht hat, so. Irgendwie unter einem Beitrag. Aber ja. Nee, aber kannst du ja mal offensiv drauf zugehen, einfach so, weiß nicht, du hältst einfach mal eins von deren Produkten auf deinem Instagram-Channel hoch und sagst, hier tanzt die Pflaume am besten, ISD.de, und dann melden die sich bestimmt bei dir. Ja, aber ich mache ja jetzt gerade irgendwie so Werbung dafür, aber eigentlich will ich keine Werbung für Sexprodukte machen. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Wenn ich jetzt so, ich habe mal so eine Anfrage auch bekommen, ob ich das so machen möchte, aber ich will es nicht so, das so, ja, hier, kauf den, so, also ich finde halt dieses... Dieses ganze Werbung machen und so, Influencer-Zeug, ist nicht so meins. Also ich probiere da
meine Leute damit zu verschonen. Dann sollen die lieber, wenn die mich unterstützen wollen, mein Merch kaufen und dann verdiene ich lieber so Geld, als dass ich dann halt irgendwie Werbung für. Die benutzten Unterhosen. Ja, genau. Also Leute, wenn ihr schon keine Tickets kaufen könnt, bestellt jetzt schnellstmöglich entweder Tickets oder benutzte Unterhosen von Maria Clara Groppler. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst bei Happy House Arrest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Schönste an Fazit, was man daraus nehmen kann, was immer funktioniert, Titten und tote Tiere. ich wünsche dir noch einen sonnigen, wunderschönen Tag, liebe Maria. Und wir sehen uns bald hoffentlich gesund und fit wieder. Danke gleichfalls. Tschüss.